1000 Euro haben wir vor einer Woche investiert und wir schauen jetzt, was daraus geworden ist. So ein Mist, ich habe gerade 500 Euro hier rumgeworfen, Flex, aber ich finde den letzten Schein nicht. Ich habe keine Ahnung. Alter, da, perfekt. Punkt Nummer 1. 10 Minigames haben darüber entschieden, in welche Aktien wir investieren. Falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, mit den Minigames unten verlinkt. Punkt Nummer 2. Der Anlagezeitraum war eine Woche, was totaler Schwachsinn ist. Punkt Nummer 3. Ja, da war doch ein bisschen Wasser drin. Das sind die Aktien, in die wir investiert haben. Punkt Nummer 4. Lasst ein Like und ein Abo da. Guck mal, das ist wirklich so ein Zaubertrank, ey. Wir haben ja in 11 Aktien investiert, 6 haben ein Plus erzielt und 5 ein Minus. Erinnert ihr euch noch an Aktienroulette 1, wo wir aufs Tor geschossen haben? Weil hier hat sich entschieden, okay, da war meine Werbung. Hier hat sich entschieden, dass wir 50 Euro in Tesla investieren. Und Tesla ist wirklich abgestürzt in dieser Woche. Und zwar mit ganzen minus 6,16%. Aus 50 Euro wurden 46,92 €. Platz Nummer 10 ist mit minus 4,35% eine Aktie, die ich nicht wollte. Und zwar Zoom. Was ironisch ist, weil die Serie heißt ja, ich würfel mein Aktiendepot. Und Zoom war die einzige Aktie, die ich wirklich komplett in Folge 2 von Aktienroulette erwürfelt habe. Aus 100 Euro wurden 95,65 €. Auf Platz 9 kommen wir von Zoom zu Brumm. In Folge 3 hat sich entschieden, dass wir mit dieser Hand einfach Ober ergriffen haben. Schaut euch das nochmal an. Das war ein richtiger Fail. Und zwar haben wir hier minus 2,93%. Aus 100 Euro wurden 97,07 €. Platz 8 wurde im kürzesten Minigame von allen entschieden. Und zwar in der letzten Folge genau hier. Weyerhäuser mit minus 1,79%. Und ja, ich habe keinen Platz mehr für 1%. Aus 100 Euro wurden 98,21 €. Und für Platz 7 haben wir genau dieses Handy verwendet, um Leute anzurufen, die uns per Zufallsprinzip sagen, in welche Aktie wir hier investieren. Das waren Folge 1 von 5. Einfach super schmerzhafte minus 0,1%. Wir haben 10 Cent verloren. Und damit haben wir schon mal die 5 Aktien aufgezählt, die hier ein Minus erwirtschaftet haben. Hängt schön schief. Minus 12,25 €. Kommen wir zu den Gewinnern wie Lewis Hamilton. Platz Nummer 6 hat sich auf diesem Spielfeld hier ereignet. Kleiner Hinweis. Völlig losgelöst von der Erde. Und zwar hat bei diesem Minigame Boeing gewonnen. Und zwar haben wir hier 6 Cent erwirtschaftet. Oh, da muss ein Prozent hin, weil wir hier auch überall Prozente hingeschrieben haben. Ordnung muss sein, auch wenn es jetzt kacke aussieht. Bei Platz Nummer 5 wären wir wieder bei der Fußball-Challenge, wo wir 50 Euro in Mastercard investiert haben. Hier haben wir ein Plus von 1,06%, woraus sich ein Gewinn von 53 Cent errechnen lässt. Alle weiteren Aktien von Platz 4 bis 1 haben wirklich ein Plus von über 3% erzielt. Und könnt ihr euch noch daran erinnern? An diese schönfarbigen Dinger. In Folge 2 von Aktienroulette haben wir hier Sixt erworfen. Und das bin ich. Das war wirklich von allen mein absolutes Lieblingsgame. Hier ein Plus von 3,44% und 3,44 Euro. Ich merke gerade, wir haben ganz schön viel Brumm in unserer Liste. Auf Platz 3 mit plus 3,51% haben wir bei diesem Minigame, wo wir mit der Hand einfach hier die Aktie entfernen mussten, in Folge, was war's, 3, Volvo erspielt. Also dank Volvo haben wir uns in einer Woche am Aktienmarkt 3,51 Euro dazu verdienen könnte. Damit hätte man sich vor 10 Jahren einen Döner kaufen können und hätte noch 1 Cent übrig. Auf Platz 2 befindet sich die Aktie, die wir als allererstes erspielt haben. Durchs Fenster, was steht hier? Das ist ein A, das ist ein M und das ist ein D. Via Rising AMD haben wir im ersten Spiel erspielt, Folge 1 Aktienroulette. Ein Plus von sage und schreibe 4,29% in einer Woche ist crazy. Platz 1 haben wir bei einem Minigame erspielt, welches seinen Namen wirklich verdient. Und zwar Glücksrad. Wir hatten wirklich Glück mit dieser Aktie, denn wir haben mit der Aktie namens Henkel ein Plus von 4,58% erzielt, also 4,58 Euro. Also vor 10 Jahren ein Döner plus ein Uludag. Aus unseren Pluspositionen, die wir auch schräg hinhängen, ergibt sich ein Plus von 16,41 Euro. Wir finishen jetzt hier dieses Video ganz schnell. Wir haben berechnet ein Minus von 12,25 Euro und ein Plus von 16,41 Euro. Damit haben wir nach einer Woche ein Plus von 4,16 Euro gemacht. In der gleichen Zeit hat der S&P 500, also der Markt, ein Plus von 2,1% zu verbuchen, was ein Plus von 21 Euro ausgemacht hat.
hätte. Also haben wir hier eine Differenz von ungefähr 17 Euro. Deswegen stehe ich auch viel lieber zu dieser Form des Investments. Ist hier aber keine Anlageberatung. Wenn man jetzt diesen ganzen Quatsch noch hier zusammennimmt, dann kann man hier auch noch die Ordergebühren mit einrechnen. Die lagen hier bei 22 Euro. Damit wären wir mit diesem Projekt bei einem Minus von 17,84 Euro. Da es bei diesem Projekt aber nicht um den klassischen finanziellen Erfolg gegangen ist, sondern vielmehr um diesen ganzen Spaß und um diese Aktienwerte und wie sie sich entwickeln und nicht um die Ordergebühren, würde ich die Ordergebühren eigentlich gar nicht wirklich beachten und einfach sagen, wir haben eine Rendite von 0,41% nach einer Woche. Und da muss man schon sagen, obwohl wir so eine komische Art und Weise hatten, diese Aktien auszuwählen, haben wir wirklich Glück gehabt mit der Entwicklung. Und es hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber auch froh, dass dieses Projekt jetzt endlich vorbei ist, weil das Ganze ist viel größer geworden, als ich es eigentlich haben wollte. Plan war dazu, vielleicht ein oder zwei Videos zu machen, und am Ende haben wir einfach 5 ganze Dinger gemacht und ich habe Geld ausgegeben, um überhaupt diese Minigames möglich zu machen, und Zeit investiert und Kraft investiert. Und ja, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ciao. I'm